Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Bayerischen Landtag. Heute mal aus der riesigen Bürkleinhalle hier im Maximilianeum. Inhaltlich geht es heute, das wird euch wenig verwundern, um den großen Aufreger der letzten Tage, um die Aufforderung des Ministerpräsidenten Markus Söder an seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger, mal frisch von der Leber weg vor laufenden Kameras in einer Pressekonferenz zur Kabinettssitzung der bayerischen Staatsregierung seinen persönlichen Impfstatus zu erklären. Dazu haben uns fast ordnerweise Rückfragen von euch erreicht. Ich greife stellvertretend für Sie alle diejenige vom Arne aus München heraus. Der Arne hat mir geschrieben, wie haltet ihr Freien Wähler es denn nun mit dem Impfen? Seht ihr das alle wie euer Wirtschaftsminister? Und wie habt ihr die Pressekonferenz empfunden? Ja, lieber Arne, dazu sage ich sehr, sehr gerne was, insbesondere drei Punkte, die mir am Herzen liegen. Zunächst einmal erstens und ganz persönlich. Die allermeisten von uns hatten ja Gott sei Dank zwischenzeitlich diese Entscheidungssituation, in der sich auch Hubert Aiwanger befindet. Ich hoffe, in den nächsten Wochen sind es nach Möglichkeit alle Bayerinnen und Bayern, die darüber zu entscheiden haben, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Und ich sage ganz offen, ich persönlich habe das für mich anders entschieden als Hubert Aiwanger. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Impfen unser kollektives Tor ist, zurück in Richtung Freiheit, in Richtung Normalität, und habe mich deshalb persönlich, als ich dran war, nicht vorgedrängelt, sondern als die Prioritätengruppe aufgerufen war, auch hier im Bayerischen Landtag zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen impfen lassen. Ich sage aber zweitens in der gleichen Deutlichkeit, einen Impfzwang oder auch irgendeine Art von öffentlichem Impfdruck darf es in einer liberalen Demokratie auf gar keinen Fall geben. Über seinen Körper muss jeder persönlich individuell entscheiden dürfen. Und alle anderen müssen hinterher auch diese Entscheidung akzeptieren. Das gilt auch für Minister und das gilt auch für Ministerpräsidenten. Also klare Aussage, kein Impfzwang. Noch zur Frage, wie wir diese Kabinetts-PK empfunden haben. Damit, und das habe ich auch in einigen Medien diese Woche so gesagt, habe ich ehrlicherweise schon einige Bauchschmerzen. Einige Bauchschmerzen deshalb, weil ich eben davon überzeugt bin, dass es keinen Impfzwang geben darf, dass es die persönliche, die individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen ist, über seinen Körper zu entscheiden, und dass es deshalb natürlich gar nicht geht, jemanden öffentlich dazu zu zwingen, schon gar nicht vor laufenden Kameras, seinen persönlichen Impfstatus zu erklären. Das ist gerade so, wie wenn der Hubert Aiwanger jetzt in der nächsten Pressekonferenz den Ministerpräsidenten nach der letzten Darmspiegelung fragen würde. Ich glaube, dass das kein guter Stil gewesen ist. Man stelle sich mal vor, Chefs draußen außerhalb des Bayerischen Landtags würden das so machen. Die Manager irgendwelcher Konzerne würden ihre Co-Manager vor der versammelten Belegschaft dazu auffordern, sich mal zu erklären, wie sie es mit verschiedenen Gesundheitsfragen halten. Ich glaube, dass das nicht gut ist, weil Gesundheitsfragen persönliche Entscheidungen sind, weil es sensible Fragen sind, die die Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen betreffen, weil es gute Gründe geben mag, vor dem Hintergrund der persönlichen Gesundheitssituation, dass der ein oder andere sich vielleicht auch gar nicht impfen lassen kann oder darf. Und deshalb, glaube ich, sind wir nicht wohl beraten, sowas öffentlich auszutragen. Ganz im Gegenteil, ich glaube auch, dass es unser Auftrag ist, Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht Gesellschaft auseinander zu dividieren. Und Impfdruck ist da, glaube ich, Wasser auf die Mühlen all dieser Corona-Leugner, all dieser Querdenker, die da draußen unterwegs sind, die als politische Geschäftemacher versuchen, Kapital aus dieser Krise zu schlagen und da ohnehin ihr Gift ausstreuen, um Gesellschaft zu spalten. Wir sollten denen mit solchen öffentlichen Debatten keinen Gefallen tun. Zusammengefasst also, ich persönlich habe für mich anders entschieden als Hubert Aiwanger. Ich bin zweimal geimpft. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass die Frage der Impfung eine persönliche, eine individuelle Entscheidung ist, die jeder für sich selber treffen können muss, so auch Staatsminister Hubert Aiwanger. Und ich halte drittens überhaupt nichts davon, das öffentlich auszutragen, schon gar nicht in Pressekonferenzen vor laufenden Kameras. Für mich ist schön, ich habe einen 90-jährigen Großvater zu Hause und hatte ob der ganzen Termine, die ich trotz Corona immer wieder wahrnehmen musste, auch in der Corona-Taskforce des Landtags beispielsweise, immer ein bisschen Sorge gehabt, ihn irgendwann mal anzustecken, wenn ich dann aus München wieder nach Hause komme. Deshalb bin ich froh, dass diese Angst jetzt vorbei ist, dass ich zweimal geimpft bin. Aber es muss jeder die Chance haben, das für sich selber zu entscheiden, wenn Gesellschaft dauerhaft zusammenhalten soll. Es muss jeder individuell entscheiden können und es darf weder Zwang
noch Druck geben. Und für diese klare Aussage, die uns auch schützt vor politischen Geschäftemachern, vor Corona-Leugnern, war es, glaube ich, ein Bärendienst, das so öffentlich auszutragen, wie das in dieser Kabinettspressekonferenz der Fall gewesen ist. So viel, lieber Arne, zu deiner Frage und zu euren Fragen, die ihr uns alle zum gleichen Themenkomplex geschickt habt. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie gerne wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche wieder um euer Thema, wenn es heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.